So, hallo Leute, heute machen wir wieder ein Unboxing. Die letzte Charge italienischer Wagen für uns. Alles super zusammengeklebt. So, ja, ist wieder sehr gut eingepackt alles. Aber das kriegen wir schon hin, ja. So, also ich kann schon mal von weg sagen, es sind 5 Schnellzugwagen der italienischen Staatsbahn, auch wieder für die Epoche 5. So. Dass sich da mal durchgekämpft hat. Wahnsinn. Oh, jetzt gucken wir mal. Ah ja, da ist es schon. Das kann ja nur eine Packung sein. So, das tun wir schon mal darüber. Und da wird jetzt nichts mehr drin sein, irgendwie. Ne, passt alles. Wieder zumachen. So, dann können wir das Riesenteil schon mal wegtun. Genau. So, aber jetzt wird es spannend. So, und zwar geht es um das hier. Das ist der Eurocity Raffaello von Rom. Termini nach Zürich Hauptbahnhof ist er früher in den 90er Jahren gefahren und da müssen jetzt in dieser schönen, wunderschönen Packung von Classic Trains von ACME müssten jetzt 5 graue Wagen drin sein. Jetzt schauen wir mal. So. Genau. So. Perfekt. Oh, das ist auch sehr schön. Ui, was ist das? Ah, das muss ich euch auch noch zeigen. Da ist noch so ein beigelegtes kleines Heftchen von diesem Zug, wo man hier also Vorbildaufnahmen hat. Wissenswertes über diesen Zug hier in Italienisch. Vielleicht gibt es das auch noch in Deutsch. Hier sieht man den Zuglauf. Eurocity Raffaello von Zürich nach Rom Termini. Über den Gotthard. Genau, hier sieht man es auch. Das ist die Gotthard-Süd-Trampe. Genau. Hier auch nochmal. Und dort. Also verschiedene Versionen. Hier war auch noch eine grüne RE66 beteiligt. Alles wunderbar. Nur leider auf Italienisch. Aber das kann man ja übersetzen. Das ist ja kein Problem. Also auch sehr schön gemacht. Genau. So, was haben wir hier noch? Carrozza. So, jetzt machen wir das Ding mal auf. Also, wir haben jetzt hier haben wir A- und B-Wagen. Wir haben Also ich zeige es euch mal so, das sieht man jetzt noch nicht so richtig gut. Das sind jetzt 5 Wagen, davon haben wir 2 A- und 3 B-Wagen. Und zwar sind es auch wieder welche im Bi-Grigio-Design der 1990er Jahre. Ich zeige euch jetzt einfach mal exemplarisch einen B-Wagen und einen A-Wagen, weil es wiederholt sich jetzt. Der Zuglauf ist auch schon mit drin. Sehr schön gemacht, jawohl. Ja, sehr schönes Teil. So, das ist jetzt also im Bi Grigio Confiletti Gialli
Also wieder mit gelben Streifen und den zwei Grautönen. Auch wieder ein typischer italienischer Eurocity-Wagen der Epoche 5. Genau, sehr schön gemacht. Schauen wir mal, ob ich den Zuglauf da noch ein bisschen reinkriege. Ob man das gelingt, weiß ich nicht. Ja, nicht. Ja, doch, jetzt kann man es ein bisschen sehen. Hier steht es auch. Raffaello Zürich, Roma Termini. Roma Termini ist der große Hauptbahnhof in Rom. Ja, sehr schön gemacht. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt der B-Wagen. Wir haben auch noch A-Wagen. Insgesamt haben wir jetzt 5 Wagen, 3 B- und 2 A-Wagen. Also wer sich erinnern kann, wir haben ja jetzt schon auch einen Gepäckwagen in dieser Farbe und auch einen Speisewagen in dieser Farbe ausgepackt. Das heißt, in Kürze werdet ihr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, einen EC Raffaello von uns zu sehen bekommen. Ja. Ist wirklich schön gemacht. Genau, jetzt gucken wir uns, das war jetzt der B-Wagen. Jetzt schauen wir uns noch einen A-Wagen an. Das ist der A-Wagen. Die A-Wagen sind oben. Ein A-Wagen, klar, das ist jetzt kein großer Unterschied, außer dass natürlich die hier wir den weißen Streifen über den Fenstern haben. Die Fenster natürlich weit auseinander liegen. Hier ist auch wieder der Zuglauf. Richtig schön gemacht. Ja. Erste Klasse, genau, Seitengang. Ah, das ist jetzt das moderne FS-Zeichen. Das ist spannend. Die haben verschiedene FS-Zeichen drauf. Das muss ich mir direkt nochmal vergleichen. Weil das hatte ich beim B-Wagen jetzt anders gesehen. Ja, genau, die roten Schlusslichter. Sehr, sehr schön. Schon sehr fein detailliert. Das FS-Zeichen ist etwas modernerer Natur. Jetzt gucke ich mir das nochmal an mit dem B-Wagen. Wir vergleichen das nochmal, ob das nicht das gleiche war. Nee, es ist anders. Das war der B-Wagen. Und zum Vergleich haben wir hier den A-Wagen. Vielleicht kann ich das so rübersetzen. Ja, so. Das FS-Zeichen ist etwas anders. Das untere dürfte das etwas modernere sein, das obere ist das etwas ältere. Macht's noch spannender, das Ganze. Ja, die 90er Jahre waren Übergangszeit. Da hat man auch die FS-Zeichen hat man geändert. Sehr schön. Dass man auch daran gedacht hat. Nee, die Wagen gefallen mir sehr gut. Für internationale Eurocities bestens, auch für die 90er Jahre sehr gut geeignet. Die waren natürlich nicht allein unterwegs, da waren natürlich auch noch ÖBB und SBB-Wagen noch mit bei in der Partie bei diesen ECs. Da werden mal einige schöne Fahrvideos euch dann demnächst präsentieren. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Like und Abo nicht vergessen. Und ja, bis demnächst und tschüss.